Hallihallo Leute, die Aufnahmen laufen, der Wagen bewegt sich, ihr hört mich wunderbar. Wir sind hier Attention, this is gerade Carrier Blue Ridge 2. dabei, Blue Requesting Ridge support from 2 any friendly units zu in range. beschützen, nachdem We've come ich under glaube, heavy jetzt auch fire schon from das the zweite enemy. Mal Our gestorben bin. escort ship has taken damage and is Im unable to letzten Part engage. zumindest. Dieser We're Part hier hat currently gerade erst resisting all angefangen. remaining support fighters, but we can't hold them off for long. Und ja. I repeat, this is Carrier Sie Blue Ridge versucht 2. hier weiter mit ihren We need Hilferufen immediate uns backup weiß zu from machen, any dass sie available Hilfe android braucht. forces. Es ist uns an der Stelle sehr bewusst. Aber, ja, zwei fliegende Jorah-Einheiten mehr gegen ein paar tausend Maschinen. Ja, ist nicht das Gelbe vom Ei, von daher. Wir sind zwar hier, wir helfen hier, aber ein bisschen schwer. Auch wenn die Maschine jetzt relativ schnell kaputt geht. Also, man sieht schon, die haben keine Chance gegen uns. I'm picking up a large scale enemy inbound. Looks to be Aber 2.8 clicks southwest of us. Da kommt eine fliegende Flugeinheit, die fast 3 Kilometer relativ schnell überbrückt hat. So, nee, das ist sogar eine Maschine. Wie gut der Fressen ist. Mal schauen, ob ich die picken kann. Eie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 
aus mehreren Teilen, die halt einfach miteinander arbeiten. Weil es ist schon wirklich groß, es ist ja eine schwimmende Fabrik hier an der Stelle. So ähnlich wie die Engelsklappe. Nein, die kann ich nicht drücken, okay. Ja, das sind auch elektromagnetische Dinger. Die haben jetzt so gesehen keinen eigenen Prozessor, von da so den nicht, soll es nicht überraschend sein, dass ich den entdeckt habe. So. Okay, der macht den Himmel schon. Das ist schon fast eine goldene Kamehameha, aber... Boom! Weg ist er. Confirmed elimination of electromagnetic interference. Stand by for incoming satellite laser strike. Gut, dass ich eine Musik bin aktuell. Ist er da, was gibt's? Oh, come on! It's got an electromagnetic barrier over its whole body? Ja, man sieht ja, wie die Elektrizität hier um seinen Körper fließt regelmäßig. Having trouble over there? Are you Yorha? Hunter Squadron deploying out of North 12C Defense HQ. I'm the commanding officer, 4B. Don't worry, 4B. We'll take it from here. To be. Let's leave this area to the reinforcements. I have an idea. You and I should meet up at the spot I just marked. So. Gut, dann soll die Verstärkung hier hoffentlich nicht draufgehen. We've got mortars lining the shoreline here. All the EMP shielding in the world won't help against close-range mortar fire. Got it. I'll help in. Ah, muss mich da sogar reinhitten. Ja. Geh mich gerade in die Tür rein. This thing's armor is too thick. We need more firepower. 2B, let's try for a more direct approach. Direct? Oh, right. That's right. Lay down some fire in its stupid mouth. Nope. Ich hack nicht 2B, ich hack tatsächlich den Raketenwerfer. Schade, dass es hier nur das Hacking ist, das wir hier haben. Na, das war wohl 2Bs Glanzstunde an der Stelle. Steht der Große auf. Mein Controller vibriert wie verrückt. We gotta bail, 2B. This is bad. Der schmeißt da direkt ein Ding. Im Prinzip, er schlägt uns mit einem Haus hier. Das tut sehr weh. Hallo, Pascal. Aber jetzt ist grün aufgestanden. Oh, ich liebe diesen Kampf. But it wound up going out of control. I was part of the machine's network when it happened, so I remember it. The moment it reached land, it went berserk and began attacking everything in sight. No one could figure out how to stop it. They eventually marooned it deep in the ocean, but it seems to be searching for a way back. Huh. Hey, 2B, I think I have another idea. You keep that thing right where it is, okay? What? Please, 2B, this is gonna work! Okay. Stimmt. Nein, es ist ja hier verschwunden. Ey, ey. Gut, das ist jetzt noch neu. Und da bin ich jetzt immer gespannt, was... Nein, es war... 2B, I'm going to see if we can use those missiles back on the shore. But I need you to destroy the EMP unit on that thing's back. Otherwise, they're just going to go off course. Es sind mir zu viele... Schosse für den Weg. Ups.
Gut, dann. Boom, boom, boom. Ich schicke jetzt leider nicht jeden, es tut mir leid, dass ich nicht euch alle umbringen kann, aber. Hey, es tauchen jetzt Gebäude auf. Wir sollten langsam wieder an der Küste sein. Oder war die Mann vorne da? Das ist ja echt starke Kugel. Ich meine, würde ich zwei Treffer aushalten, wäre sogar für mich angenehmer, aber. Nein, da haben wir Maschinen dagegen. Huch. Ich wollte gerade eigentlich was anderes ausrüsten, also schön, dass wir hier auch die Pots ändern können. So, dann nehme ich hier die, an der Stelle, oh, Laser. Kann ich diese gemeiner schießen. Meine, so kriege ich mehrere auf einmal kaputt. Die ich mit dem Kugeln selber, also mit der Gatling, wie der Pot heißt, nicht so gut umbekomme. Und ja, Rakete ist hier fehl am Platz. Einfach weil es hier zu viele Maschinen sind. So, was kommt jetzt dort? Also brauche ich hier eigentlich nur an einer Stelle zu stehen und mich fast nicht ums Ziel kümmern. Auch wenn der, ich glaube, weniger Schaden macht. Welche. Seht ihr, drei auf einmal zu stark. So kann ich einen auf Playback machen. Ah, und Laser Stuff ist ja relativ praktisch, wobei hier sogar Hacking besser wäre. Zumindest bei dem. So, irgendwo hier unten müsste noch der hier sein. Dann fliegt noch der da. So. Wunderbar. Okay. Bin ich jetzt angekommen? Ja, bin ich. Activate Missile Controls. Prepare to launch. Missile controls engaged. Launchability confirmed. Fire! Ich starte schon Raketen. Hey, hey. Die Rakete scheint langsam unterwegs. I didn't think this would be so hard to control. Alert. Obstacle ahead. A collision at this speed is not recommended. Well aware, thank you. So, schauen wir mal, dass wir den in den Mund führen. So, das war ja die riesige Explosion. Eieiei, no signal. Organize a search and rescue party for the missing Yorha members at once. To be. 9S. Don't die on me. Schon schade, dass sie sich auch nicht um die anderen Yorha-Einheiten sorgen macht. Ah, okay. The child held sway over enormous strength. But sadly, he was also a little bit broken. He spent his long days hurting those around him. He tried his best to be good and kind. But despite his efforts, things never seemed to turn out. They told him he was unwanted. They abandoned him in the deep, dark ocean. And from the cold at the bottom of the sea, he cried out, Mother! 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 But his voice never reached his mother. Gefühl, also es ist sehr offensichtlich, dass das jetzt halt die Geschichte von Grun war. Aber jetzt haben wir hier noch was.
Ich hoffe, ihr hört im Hintergrund nicht meine Waschmaschine. Die ist jetzt gerade ein bisschen laut. Beziehungsweise, ja, schauen wir einfach mal. Oft an derselben Schlachtenteil. Unsere Lage könnten wir theoretisch viel effizienter planen. Hat man das Gespräch nicht schon mit Tobi gehabt? Proposal accepted. Records will be organized in time for the next situational exchange. Mhm. Ja, das war auch das Gespräch, das wir damals mit 2B hatten. Hm. Ist das ein Hacking-Bereich? Wie habe ich dann... Okay, wir sind jetzt halt hier in einem Hacking-Spiel drinnen. Keine Ahnung, wo wir sind und... Nein, es hat auch keine Ahnung, was wir hier machen. Systemunterbrechung. Dann würde ich sagen, abgesehen von der Systemunterbrechung, mache ich hier eine Partunterbrechung. Ich hoffe, euch der Part hat euch gefallen. Ihr könnt mir eure Gedanken zu Gru noch hinterlassen. Der ist ja nach einem, ich glaube, deutschen Philosophen benannt. Das haben wir in den Kommentaren, wo wir gegen Gru gekämpft haben, an Tobis Stelle. Ich glaube, irgendwas mit Part 65. 60 bis 65 so in dem Dreh rum muss es gewesen sein. Dort haben wir es kurz beleuchtet und festgestellt, aber naja. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao.